ein ganz besonderes Exponat der Ausstellung, ein Kristall aus dem All, ein Meteorit. Fritz Geller-Grimm vom Landesmuseum Wiesbaden. Schön, dass wir da sein dürfen. Wo kommt der genau her? Aus dem Weltall. Das ist eine Sternschnuppe. Sie ist 1916 auf der Schwalm, also in Mittelhessen, niedergegangen. Und er besteht aus Eisen und Nickel. Und wenn man ihn aufschneidet, findet man Linien. Es ist tatsächlich kristallisiertes Eisen-Nickel, das wir so auf der Erde gar nicht kennen. Also Kristall aus dem Weltall, aber es gibt auch genug Kristalle hier auf der Erde. Und das Besondere ist, die wachsen alle nach im Prinzip vorgegebenen Formen. Was sind das für Formen? Naja, schauen wir ins Atomare, in das Kleinste, das wir so aus der Schule kennen. Da sieht man hier Ordnung. Ordnung in Form von Würfeln, von Pyramiden, von Tetraedern. Diese geben vor, wie auch die reale Welt wächst, der Kristalle. Also da sehen wir es, wie die reale Welt wächst. Wie entsteht denn nun genau so ein Kristall? Sie haben da eine kleine Versuchsvorrichtung, an der man das erkennt. Ja, also beispielsweise wachsen Kristalle in wässriger Lösung. Also da ist eine Höhle und in der fließt ein sehr gesättigtes Wasser, gesättigt mit Mineralien. Wir kennen das vom Wasserhahn. Wenn sich eine bestimmte Temperatur oder Druck verändert, dann fallen Mineralienkristalle aus und wachsen. Und dieses Wachstum ist beträchtlich. Der Kristall, den ich hier in der Hand habe, der ist hier genau so entstanden. Wie lange hat das gedauert? 3 Monate. Also eine überschaubare Zeit in diesem Falle. Warum ist Ihnen diese Ausstellung über Kristalle so wichtig hier im Landesmuseum? Der Kristall umgibt unser ganzes Leben. Wir wachen morgens auf und werden von einem Wecker geweckt. Und der arbeitet mit einem Quarz. Mit nichts anderem als einem Quarz. Wir gehen ins Bad und putzen uns die Zähne mit Kristallen. Wir gehen zum Frühstückstisch und nutzen Salz und Zucker. Und so geht das munter weiter bis zum Computer. Den schalten wir ein und auch der funktioniert nur mit Kristall. Aber das sind alles ganz klitzekleine Kristalle. Sie haben ja auch den allergrößten Kristall der Welt ausgestellt. Wo kommt der genau her? Der stammt aus Mexiko. Da ist eine Höhle in Naica. Und diese Höhle ist im Jahr 2000 entdeckt worden. Und auf etwa 300 Meter Tiefe fand sich ein bis zu 14 Meter langer Kristall aus Gips, aus nichts anderem als Gips. Man kann sogar ausrechnen, wie lange er gebraucht hat. Etwa 300.000 Jahre, bis er diese Größe annahm. Und wir Menschen wirken wie Ameisen im Vergleich zu dem. Und Jules Verne hat dieses schon vorausgesagt. Und es gab nur wenige Menschen, die sich diesen Kristall aus der Nähe angucken durften. Und die mussten diese komischen roten Anzüge tragen. Warum? Unglaubliche Hitze, 50, 60 Grad in der Höhle, die ja leer gepumpt ist. Und ohne Eiswürfel in diesen Anzügen könnte man keine halbe Stunde darin bestehen. Also ich glaube, wir können festhalten, ohne Kristalle gäbe es kein Leben auf der Welt. Von daher sollten wir da dankbar drum sein. Herr Geller-Grimm, ich danke Ihnen, dass wir kommen durften. Weise gerne darauf hin, dass die Ausstellung vom Diamanten bis zum Gips noch bis zum 13. März hier im Landesmuseum Wiesbaden zu sehen ist. Das Tolle, es gibt viele Stationen zum Mitmachen. Hier kann man zum Beispiel fühlen, wie Kristalle zum Beispiel wachsen und wie die Bruchstellen sind. Also für die ganze Familie was. Am Samstag übrigens kein Eintritt. Da sollte man sich nur im Zweifelsfall online anmelden. Kristalle, starke Sache.